Auch am Sonntag wird im Salzburger Rußbach an der Ersatzbrücke für die bei Unwettern zerstörte Neuhausbrücke mit Hochdruck gearbeitet. 62 Pioniere und zu Pionieren ausgebildete Rekruten des österreichischen Bundesheeres sind mit allem, was notwendig ist, ausgerückt, um die Straßenverbindung wiederherzustellen. Wir haben gestern Zeit gehabt, aber mit den Einwohnern von Dorin. Sie freuen sich recht, dass wir gekommen sind, dass wir die Verkehrsverbindung wiederherstellen. Und auch wenn ein Wochenende drauf geht, für sowas tut man das gern. Das passt schon so. Ja, für uns ist das große Problem, wir wohnen nicht in Rußbach, sondern arbeiten nur in Rußbach. Von dem her fahren wir normalerweise 30 Minuten und jetzt wäre es ein 2 Stunden Umweg, beziehungsweise jetzt müssen wir immer Auto zu Fuß, Auto so herumtun und fast in Rußbach arbeiten. Von dem her ist es wichtig, dass die Brücke so schnell wie möglich wieder aufgebaut wird. Das hat sehr gut geholfen, ja, weil wir durch in der Kaserne die Brücke oft aufgebaut haben, Schritt für Schritt, dass wir uns halt dann leichter dann hier im echten Einsatz die Brücke aufzubauen. Das ist wirklich gut, ja. Das ist halt mal was anderes, weil in der Grundausbildung war es halt nur Theorie und jetzt können wir es halt mal in der Praxis umsetzen. Und ja, ist eigentlich auch ein gutes Gefühl, mal der Bevölkerung zu helfen. Die Instandsetzung der Behelfsbrücke läuft ohne Verzögerung, ganz nach dem Leitspruch der österreichischen Pioniersoldatinnen und Soldaten. Pioniere, wie immer.